können uns von Saschka das neue Video angucken. Und zwar dubiose Gesundheitstipps reden wir über das TJ-Video. Okay, let's go. Heute außergewöhnlich Pommes und Burger. Wie man sieht, Saschka gefällt es auch, was ich esse. Saschka will auch mal ein Pommes, glaube ich. So muss das. Beste, Bruder. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Denn ich bin wirklich massivst enttäuscht, wie mit meinem Video, mit dem CBD-Video umgegangen wurde seitens eines YouTubers. Ich komme auch direkt zum Punkt, damit ihr im Bilde seid. Wollen wir uns erstmal das CBD-Video anschauen oder wollen wir direkt mit dem hier gehen? Ich denke, sie wird ja alle wichtigen Dinge hier auch erörtern. Und zwar habe ich vor 2 Wochen ein Video zu CBD-Produkten gemacht. Im Allgemeinen ging es um CBD-Lifestyle-Produkte, CBD-Öle, Gels etc., die man frei verkäuflich auf dem Markt findet. Und die als eine Art Wundermittel von diversen Influencern beworben werden. Das Thema finde ich schon seit längerem interessant und es gibt tatsächlich diverse Videos, auch mit Selbstversuchen, die von positiven persönlichen Erfahrungen berichten. Aber auch rationale Videos gibt es dazu, die wirkliche Wirkung anhand von kontrollierten Studien aufarbeiten. Viele von euch haben mir ein paar Influencer geschickt, die auf eine ganz andere Art und Weise Werbung machen. Ob es nun für aufgerissene Herpeslippen ist, für den Intimverkehr oder eben für den Muskelkater danach. Das habe ich direkt am Anfang des Videos gesagt. In diesem Video geht es um eine objektive Betrachtung, um eine Aufklärung und vor allem darum, inwieweit die frei verkäuflichen Lifestyle-CBD-Produkte, die angeblich jeden Tag genommen werden könnten, wirklich unbedenklich sind und wie das Ganze durch Werbetreibende vermittelt wird. Und hierfür habe ich Influencer eingeblendet, die einige Aussagen getroffen haben, die ich in dem Video überprüft habe, ob... Naja, das grundlegende Problem bei CBD-Öl ist ja erstmal, dass viele dir erzählen, sie verkaufen dir CBD-Öl, es ist aber gar kein Öl, sondern irgendeine andere Substanz. Also als wär dir als richtiges CBD-Öl verkauft, aber es ist kein richtiges CBD-Öl. Und da fängt ja das Problem auch an, wenn du etwas verkaufst, was es gar nicht ist. Ihr kennt meine persönliche Meinung. Ich habe CBD des Öfteren schon genommen. In mir sehr stressigen Situationen habe ich richtiges CBD-Öl genommen. Und es hat mir dabei geholfen, mich zu entspannen und meinen Körper in eine entspannte Stimmung zu bringen, was ich selber zu dem Zeitpunkt nicht so gut hinbekommen habe. Ob diese überhaupt legitim sind. Dies habe ich mit einer Expertin durchgeführt. Wir haben uns die wissenschaftliche Basis angeguckt, die Studien, ob diese Studien auf die frei verkäuflichen CBD-Produkte übertragbar sind und haben auch Beispiele aufgezeigt, wo CBD als Arzneimittel eingesetzt wird. Und ich habe mehrfach im Video erwähnt, dass ich keinem Menschen, der CBD-Produkte einnimmt und eine positive Wirkung spürt, diese absprechen möchte. Vorab einfach als Disclaimer, es geht hier nicht darum, ein Für oder Gegen zu finden, denn es gibt eben viele Leute, die positive Erfahrungen damit gemacht haben und deswegen möchte ich das auch niemandem absprechen und bin froh, wenn das bei vielen wirkt. Am Ende des Videos kam ich zu dem Entschluss, dass die beworbenen Produkte seitens der Influencer auf der Basis der wissenschaftlichen Studien, die uns aktuell zur Verfügung stehen, nicht die beworbene Wirkung halten können, die seitens der Influencer kommuniziert wird. Ein Thema, was mit viel Vorsicht behandelt werden sollte und vor allem mit viel Hintergrundwissen. Was hat TJ da? Periode, Schmerzen, Stress, Übelkeit, Erbrechen, Burnout-Symptome, Hautunreinheiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörung. Oh. Ich kenne TJ nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich privat mit ihm, also ob wie er privat ist. Aber man darf immer wieder nicht vergessen, dass TJ, und das ist einfach etwas, was bei mir sehr negativ aufstößt. Ja, ich habe auch Werbung gemacht für Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Aber TJ hat aktiv Werbung für Alkohol gemacht und deswegen kann ich ihn persönlich in vielen Aspekten, gerade als moralische Instanz, nicht ernst nehmen, muss ich wirklich sagen. Influencer kommuniziert wird. Ein Thema, was mit viel Vorsicht behandelt werden sollte und vor allem mit viel Hintergrundwissen, weshalb hier nochmal die Frage, inwiefern es sinnvoll ist, Influencer in diesem Bereich für so eine stupide Werbung einzusetzen. Im Video wird natürlich deutlich mehr erwähnt, deswegen würde ich euch bitten, damit ihr vollkommen im Bilde seid, das Video natürlich ganz anzugucken. Als das Video rauskam, hat einer der Influencer, nämlich Tim Jacken, sich wohl sehr getriggert gefühlt durch das Video und ein 30 Minuten langes Antwortvideo gemacht in Form von einer Wochenshow, einem Format von ihm, was 90% daraus bestand zu sagen, warum mein Video eigentlich gar nicht so richtig ist. Und warum CBD ja doch wirkt. Eine Sache, die wir nie bestritten haben. Das Problem ist, sein ganzes Video baut auf der Grundlage auf, zu beweisen, dass CBD wirkt. Und vermischt hierbei CBD, welches eingesetzt wird in Studien, und frei verkäufliche, nicht zugelassene CBD-Öle auf dem Markt, die keine Kontrolle erfahren und sich in einer Grauzone befinden. Ein Video, was hauptsächlich um CBD ging und...
nur wo überall, also nur weil überall CBD-Öl draufsteht, heißt es nicht, dass CBD-Öl auch drin ist. Lieber Livestream-Chat, warum ist CBD gerade so im Hype? Weil man damit richtig gutes Cash machen kann. Weil man mit Quatsch viel Cash machen kann. Im Grunde das gleiche, wie ich im Internet mache, bloß mit dem Unterschied, dass ich keine heilenden Wirkung verspreche. CBD, Kurzzusammenfassung, Marihuana hat zwei Bestandteile, THC und CBD. CBD ist dafür verantwortlich für die Entspannung. Es hilft gegen Panikattacken, Angststörungen, Essensstörungen, gegen vieles. Gutes Marihuana hat einen guten Yin und Yang von THC und CBD. Da Marihuana aber mit THC verboten ist, ist natürlich für viele, die in irgendeiner Art und Weise die Entspannung trotzdem wollen, CBD, was du zu dir nehmen kannst, ohne dass dein Pisstest positiv ist. Für viele ist das eine Alternative oder sie wollen es mal probieren. Das Problem ist, sehr viel von dem, was dir als richtiges CBD-Öl verkauft wird, ist kein richtiges CBD-Öl. Immer die gleichen Sachen, die er sagt, hör mal zu, du Fickfehler, okay? Wir reden hier gerade über CBD. Und nur weil ich die Dinge schon 10-mal in der Vergangenheit erzählt habe, werde ich sie auch ein 11. Mal in dem Video, wo es darüber geht, erzählen. Wenn du damit ein Problem hast, dann geh und komm wieder. Wenn du damit kein Problem hast oder dich der Content dann andersweitig interessiert. Ich muss mir von der kleinen Flitzpiepe da draußen, nämlich dir, nicht sagen, was ich in meinem Stream zu sagen habe und was nicht. Das entscheide ich selber. Hör auf, Drogen gut zu reden. Ja, Nakira. Und nächstes Wochenende wieder mit den Kumpels trinken, das ganze Wochenende saufen. Halt einfach deine Fresse. Er als Beispiel aufgeführt wurde, aber nicht gänzlich um ihn ging. Man muss vorab sagen, einfach ein interessanter Punkt, obwohl die Kritik angenommen wurde und von seiner Seite fast nahezu umgesetzt wurde, hat er sich dennoch danach nochmal hingesetzt, um mir ein Antwortvideo zu machen, warum denn so viele Punkte in meinem Video nicht stimmen würden. Ich habe mir für dieses Video wieder Dr. Anastasia Pianova an die Seite geholt. Und dazu möchte ich ganz kurz sagen, CBD ist ein Werkstoff oder ein Bestandteil von Marihuana, der medizinisch eingesetzt wird und legal zu kaufen ist und nicht als Droge angesehen wird, sondern als Medizin, davon mal jetzt abgesehen. Einfach um wissenschaftlich objektiv zu beleuchten und es einfach besser eingeordnet werden kann. Am Anfang des Videos sagt er, dass er dieses Video im Vergleich zu den anderen, die ich zu ihm gemacht habe, wesentlich fairer findet, weil ich in der Vergangenheit anscheinend manche Dinge extra missverstanden habe oder extra anders geschnitten habe, um ihn anders dastehen zu lassen. Erstmal, was ich aber im Vorfeld sagen möchte, ist, dass ich diese Kritik von Sascha jetzt um einiges besser fand, als wenn die früher mal in dem Video über mich geredet hat. Vor allem im Video davor hatte ich sehr doll das Gefühl, dass sie halt mich irgendwie extra missverstehen möchte, extra die Dinge auch so schneidet, so den Zuschauern zur Verfügung stellt, dass halt die Dinge eben nicht mehr so sind, wie ich sie im Kontext gesagt habe. Ich habe euch an dieser Stelle alle Videos in Bezug auf ihn, als auch seine Originalvideos in der Infobox verlinkt. Fühlt euch frei. Und bevor die Kommentare hier wieder Beef riechen, nö, gib es nicht. Ich mache jetzt das Video nicht, weil ich Beef starten will, sondern mir geht es darum, dieses Video ist ein Paradebeispiel dafür, wie leicht man Leute hinters Licht führen kann, wenn man sich mit einem Experten vor die Kamera setzt und die Hälfte des Videos rausschneidet. Beispielsweise eine Sache, die er nicht in den Kontext setzt und auch einfach den logischen Verstand ausschaltet, nur damit er einen Punkt gegen mich hat. Aber natürlich, ich habe mich in der Werbung nicht an die offizielle Verzehrempfehlung gehalten. Stupid, mache ich nicht nochmal. Was ich aber dann nicht verstehe, ist, dass Sascha eben kritisiert, dass Influencer die Tropfen in ihren Mund tun. Das Problem ist eben, dass die Influencer das nicht vermitteln, sondern beispielsweise in ihr Getränk tun oder einfach direkt in den Mund. Also klar, mit dem Kaffee check ich, aber wieso kritisierst du, dass Leute das in ihren Mund tun? Also vielleicht weiß ich es, vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. CBD-Tropfen macht man nicht in den Mund so, sondern unter die Zunge für 60 Sekunden. Das kenne ich so. Vielleicht war das ihr Punkt. Man soll es ja in den Mund tun. Deswegen, ja, die Kritik verstehe ich an der Stelle dann nicht so wirklich. Aber naja. Ich meine, wenn man sich diesen Clip länger anguckt, was man auch hätte länger reinschneiden können, dann hätte man sofort verstanden, was ich meine. Nämlich, dass nicht gezeigt wird, dass die Öle ausgespuckt werden. Denn die Produkte an sich, die ihr hier oder hier oder hier erwerben könnt, sind gar nicht als Lebensmittel zugelassen. Deswegen wird auch von den Herstellern selbst empfohlen, die Tropfen nach einer Minute auszuspülen. Das findet ihr entweder auf der Packung oder auf der... Das ist ja quatschig. Ist das bei jedem, also bei auch richtigen CBD-Öl so? Nein, das sind Artikel, das andere sind Medizinprodukte. Das weiß ich nicht, da müsste ich mich mal wirklich informieren. Also ich kenne das von den richtig guten CBD-Tropfen, also von den Originalen, die ich hatte, unter der Zunge für eine Minute wirken lassen und danach gut. Aber ich nehme schon lange keine CBD-Tropfen mehr, deswegen habe ich jetzt auch keine richtigen hier. Der Webseite selbst. Das Problem ist eben, dass die Influencer das nicht vermitteln, sondern beispielsweise in ihr Getränk tun oder einfach direkt in den Mund.
und mein Stress ist gleich weg. Man soll es ja in den Mund tun, deswegen, ja, die Kritik verstehe ich an der Stelle dann nicht so wirklich, aber naja. Weiterhin sieht er einen Punkt ein, argumentiert aber wieder mal gegen mich, indem er einen Experten seinerseits einblendet. Kommen wir mal ganz kurz zu einem Punkt, den ich wie Sascha genauso kritisch finde. CBD ist kein Wundermittel. Und ich muss wirklich sagen, Chat, und es tut mir leid, und da werde ich vielleicht auch viel Shitstorm bekommen, aber TJ ist für mich einfach jemand, den ich nicht ernst nehmen kann. Egal, was der da sagt, egal, wie viel Recht er hat, in meinem Kopf ist, der Typ hat Werbung für Alkohol gemacht. Und ja, ich habe auch viel Quatsch gemacht. Versteht mich nicht falsch. Aber der hat vor kurzem noch Werbung für Alkohol gemacht. Für eine der schlimmsten Drogen, die es auf diesem Planeten gibt, hat der mit gutem Gewissen oder fürs gute Geld Werbung gemacht. Wie kann der mir jetzt was über Moral, Richtigkeit und Ähnliches erzählen? Denn wenn der wirklich Moral, Richtigkeit und Ähnliches in sich drin hat, dann kann der doch nicht mit einem guten Gewissen Werbung für Alkohol machen. Für seine Zuschauer. Und Chat, für die Leute, die jetzt fragen hier mit Knossi und Ähnliches. Ich persönlich finde jeden Menschen da draußen, egal ob er mein Freund ist oder nicht mein Freund ist, der Werbung für Alkohol gemacht hat bei mir Minuspunkte. Beziehungsweise das finde ich nicht in Ordnung. Aber, da könnt ihr mir zustimmen. Oder mich auch kritisieren. Für mich ist es schon ein Unterschied, ob jemand wie Knossi Werbung für Alkohol macht. Das macht es nicht besser. Aber Knossi steht nicht für die moralische Instanz und für immer gut und alles richtig machen, bla bla bla, und ist kein Meinungsvlogger im Vergleich zu dem TJ. Heißt nicht, dass es das besser macht. Die Werbung bleibt die Werbung, aber es hat ein anderes Gewicht. Nochmal, finde ich. Es gibt nicht einen richtigen Punkt, ein gutes Argument, warum man in der Öffentlichkeit Werbung für Alkohol machen sollte als Influencer. Und vor allen Dingen nicht als jemand, der ein Meinungsblogger ist. Also ich verstehe es nicht, tut mir leid. Und das finde ich auch richtig quatschig. Außer Geld halt, ja. Der hat es bestimmt nicht gemacht, Diggi, weil er das Gesöff da so toll fand. Kommen wir mal ganz kurz zu einem Punkt, den ich wie Sascha genauso kritisch finde. CBD ist kein Wundermittel und so sollte man es natürlich auch nicht bewerben. Also du nimmst es nicht und alle deine Probleme sind weg. Es gibt niemals Nebenwirkungen, dies, das. Ist es nicht, CBD ist kein... Hat er nicht vor 2 Sekunden einen Clip gemacht, wo er sich das ins Glas reingetröpfelt und hat gesagt, gleich verschwinden meine Sorgen? Oder irgendwie so? Hä? Ein Wundermittel. Ganz klar. CBD kann halt in vielen Bereichen helfen, aber ist kein Wundermittel und vor allem keine Alternative zum Arzt. Klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. Diesen Experten, nämlich Dr. Borow, sieht man öfter in dem Video. Zwar stellt er ihn im Verlauf des Videos vor. Außerdem habe ich mich übrigens für diese Antwort hier mit Dr. Martin Borow unterhalten. Der hat eben seit 30 Jahren in der medizinischen Industrie tätig ist und außerdem spezialisiert in der Onkologie, Diagnostik an zirkulierenden Tumorzellen und den Tumorzellen tötenden Eigenschaften von Cannabinoiden ist. Lässt aber dabei ein entscheidendes Detail weg. Und zwar ist Dr. Borow der Geschäftsführer der YouCan-Seite, welches CBD... Okay. Ja, also, ja. Ich habe für einen Moment gerade gesagt, TJ, guter Punkt, solider Punkt, einen Experten reingeholt, aber einen Experten reinzuholen, der selber Hanfprodukte in CBD-Art und Weise verkauft und damit sein Geld verdient, als Experten reinzuholen. Ja, ich rufe mal kurz Sascha an und frag, ob sie deine Ehre auf eBay reinstellt. Sascha, hallo? Oh, die hat mich weggedrückt. CBD-Öle als auch weitere Produkte vertreibt. Das wird mit keinem Wort erwähnt, dass es hier einen Hintergrund gibt, dass es hier ein wirtschaftliches Interesse gibt. Er mag ein Experte sein, aber das sind Infos, die man nicht weglassen darf. Richtig. Weil hier ein Interessenskonflikt vorliegen könnte. Ja, also wie seht ihr das, Chat? Experte hin oder her, die Meinung des Experten in dem Video ist völlig wertlos. Nicht, weil der Experte Unwahrheiten redet, sondern weil der Experte ein Unternehmen hat über diese Produkte und der wird einen Teufel tun, das schlecht zu reden. Ist ein befangener Richter mäßig, hast du ja. Für wirtschaftlicher Natur. Und in der Forschung sind das beispielsweise Details, die man angeben muss. Das hätte TJ machen müssen, wenn er wirklich transparent sein wollen würde mit seinem Video. Ich werde euch im Verlauf des Videos natürlich weitere Aussagen von Dr. Borow einblenden und diese einordnen. Klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. Nochmals, weil das offensichtlich bewusst im Video ignoriert wurde. In diesem Video geht es nicht darum, jemandem eine positive Wirkung abzusprechen. Es geht nur darum, zu überprüfen, ob diese werbenden Aussagen, die getroffen wurden, der Studienlage standhalten können. Guck mal, ich glaube, den Punkt, den Sascha damit ansprechen möchte, und der ist auch vollkommen legitim ihrerseits, wenn ihr euch CBD-Öl reinzieht, sagen wir mal, ihr habt einen stressigen Tag, ihr habt eine Kackwurst quersitzen oder ihr habt so viel Scheiße in den letzten Wochen gefressen, dass ihr keinen Appetit habt. Über irgendeinen Freund oder ähnliches hört ihr von CBD-Öl und ihr kauft euch CBD-Öl und ihr nehmt es. Es ist ein seriöses Öl, also nicht irgendwas Synthetisches oder irgendetwas, was eurem Körper nicht gut tut, sondern ihr nehmt einfach CBD-Öl und es hat vielleicht keine
medizinische Wirkung bei euch, aber der Placebo-Effekt knallt bei euch rein. Diese Wirkung kann man euch nicht absprechen. Das will man auch gar nicht. Ist doch cool, wenn ihr das nimmt und besser schlaft. Wenn ihr das nimmt und euch besser fühlt. Ist gar kein Problem. Solange ihr damit eurem Körper nicht schadet. Aber die Art und Weise, wie es an den Mann gebracht wird, darum geht es, glaube ich. Es ist Schmutz und fertig. Marlon, ich muss dazu sagen, da bin ich auch voreingenommen. Das ist auch, also das kannst du ja auch nachlesen und in vielen Studien. Richtiges CBD ist alles andere als Schmutz. Da muss ich wirklich sagen, da weise ich dich nur freundlich drauf hin. Da redest du Unwahrheit. Wir reden hier nicht über scharfes Marihuana, was illegal ist, sondern wir reden hier über CBD, was medizinisch in der Medizin für viele Dinge eingesetzt wird. Marihuana an für sich wird in der Medizin eingesetzt. Okay, also zu sagen, das ist Müll, wenn es wirklich Menschen in ihrem Leben hilft, medizinisch, finde ich in der Situation nicht in Ordnung von dir, Marlon. Ich meine, wir haben auch nirgendwo gesagt, dass CBD an sich als Substanz überhaupt nicht wirksam ist oder dass es überhaupt nichts bringt, sondern die Aussage, dass es wahrscheinlich nicht viel bringt, bezog sich ausschließlich auf CBD-Öle. In meinem Video habe ich aufgezeigt, dass Tim für ein CBD-Gel geworben hat, was angeblich Muskelkater über Nacht verschwinden lassen soll. Normalerweise hätte ich morgen Todesmuskelkater im Unterarm, weil ich gut zerstört habe heute. Aber dadurch kann ich morgen tatsächlich wieder trainieren. Das ist geil. Deswegen Grüße gehen raus an die Jungs. Dafür habe ich. Ich kann das nicht ernst nehmen, Digi. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. TJ ist in meinen Augen ein Mensch, zumindest von dem, was ich von seiner Werbung kenne, der alles sagt, um das Produkt gut zu reden, weil er hat Alkohol beworben, versteht ihr? Ich muss es so drastisch sagen. Tut mir auch leid, TJ, falls du da ein bisschen sauer bist oder so. Kannst auch gerne deine Meinung dazu sagen. Aber ein Mensch, der Alkohol positiv an seine Community verkauft, der sich dafür bezahlen lässt, wie kann ich diese Person ernst nehmen? Und nicht nur einmal, TJ, hast du Alkohol beworben, mehrfach. Habe ich mir Coach Steph ein Video geholt und habe ihn daraufhin gefragt, ob es möglich ist, dass CBD-Gels oder andere Gels Muskelkater verschwinden lassen können. Jetzt bin ich gespannt. Er hat mit Nein beantwortet, weil diese nicht bis zu den Muskelfasern vordringen können. Und im weiteren Verlauf habe ich gefragt, was man denn überhaupt gegen Muskelkater tun kann. Gegen Muskelkater wurde mir immer gesagt, viel Bananen essen, Eiweiß. Und was noch mehr gegen Muskelkater hilft, mehr Sport machen. Wenn du Muskelkater hast, mach einfach mehr Sport. Magnesium ist aber auch in Bananen drin, richtig? Deswegen waren die Bananen. Dann hattest du mal Muskelkater, als ich mir zu doll einen auf die Bilder deiner Mutter weitergeht. Und Coach Steph beantwortete das mit: Das einzige Mittel, das gegen Muskelkater hilft, ist öfter machen, mehr machen, weitermachen, durchhalten und dann wird das Ganze schon besser. Genau. Es gibt da kein Medikament dagegen, kein Hausmittel dagegen, keine Salbe, keine Cremes, keine Spritzen. Also es gibt da wirklich nichts außer durchziehen, durchhalten, ranbleiben und weitermachen. Diese These revidierte er dann gegenüber Tim und das ließ er in seinem Video einfließen. Also die Aussage, nichts hilft gegen Muskelkater außer weitermachen, stimmt halt nicht. Und deswegen habe ich ihn einfach mal angerufen und er hat mir erklärt, dass natürlich Dinge wie Eisbaden, Kaltduschen, Wechselduschen, Antioxidantien, entzündungshemmende Lebensmittel und Supplements natürlich bei der Regeneration des Muskels helfen können, so ganz klar. Und auch den Muskelkater verhindern können. Aber halt diese typischen Sportsalben halt eben nicht bis in den Muskel vordringen. Also diese Sportgele können sich gut anfühlen, regenerieren würden, erfrischen, sich auch für den Kopf gut anfühlen, aber sie beugen halt eben keinen Muskelkater vor. Das war eben Quatsch zu sagen und wird auch jetzt bald von der Ham-Crew-Seite berichtigt. Weiterhin hat er noch. Ja, okay, ja. Nichtsdestotrotz hat man es ja in die Kamera gehalten und hat gesagt, jo. Und das ist der Punkt. Du schmierst dir das auf deinen Arm und sagst, oh wow, morgen ist mein Muskelkater weg, weil ich heute richtig geballert habe. Das heißt, du hast das Produkt gar nicht vorher getestet, würde ich sagen. Du sagst das, was dir die Werbepartner sagen. Und dir ist es egal, ob die Leute es kaufen und ihr Geld ausgeben und keine Wirkung haben. Nochmal Coach Steph zitiert und gesagt, dass CBD ja doch indirekt bei der Muskelregeneration hilft. Aber wie gesagt, ich muss mich ein bisschen ganz kurz zurückrudern und muss kurz mich ein bisschen selber kurz ein bisschen entspannen. Ich habe auch viele Fehler gemacht, habe auch Werbung für Dinge gemacht, hinter die ich nicht mehr stehe. Ich würde auch nicht so hart mit TJ ins Gericht gehen, wenn er nicht, und ich wiederhole mich wie eine Schallplatte, wenn der nicht wiederholt Werbung für Alkohol gemacht hätte. Hilft, weil es ja einen besser einschlafen lässt. Was dazu aber noch spannend ist, Coach Steph meinte im Telefonat, dass natürlich auch CBD bei der Regeneration des Muskels helfen kann. Weil alleine, wenn du halt davon besser schläfst und tiefer schläfst, entspannter schläfst, du natürlich im Schlaf besser regenerierst. Und wie wir alle wissen,
Ist Coach Steph Saschka approved? Coach Steph Saschka approved. Ich finde, das ist ein ziemlich krasser Move, wenn ich ehrlich bin, weil in meinem Video habe ich Coach Steph zum Muskelkater befragt. Coach Steph ist kein CBD-Experte. Das heißt, selbst wenn er behauptet, dass CBD einen besser einschlafen lässt und es deswegen einen besser regenerieren lässt, dann heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Und für diese Aussage stehe ich nicht gerade. Und deswegen verstehe ich diesen Move nicht. Vor allem, weil hier, wie das ganze Video über, nicht mal ansatzweise ein Nachweis bzw. Studie eingeblendet wird, sondern hier einfach Dinge behauptet werden. Deswegen habe ich... Solider Punkt von Saschka, ja? Solider Punkt. ...habe ich auch in meinem Video einen Beitrag von den Science Cops eingeblendet. Die haben in ihrem Beitrag diverse CBD-Studien überprüft hinsichtlich ihrer Seriosität, ob diese legitim sind, ob diese übertragbar sind, auf verkäufliche CBD-Produkte. Und ich habe darauf hingewiesen, dass diese Studien der Überprüfung nicht standhalten. Hat sie eigentlich seine Videoaufgeschwindigkeit zweimal gelaufen lassen oder redet er so schnell? Nee, der redet immer so. Kennst du den nicht oder was? Der redet immer so. Deswegen nochmal, ich verlinke euch diesen Beitrag und ich weise nochmal direkt darauf hin, damit sich auch Tim Jacken dieses Video angucken kann, weil auch das hat er bewusst rausgeschnitten und in seinem Video nicht gezeigt. Saschka kritisiert danach, dass ich ein paar Dinge, die man laut ihr im Video hätte erwähnen sollen, bei mir im Video halt eben nicht erwähnt hätte. Auch hierbei, das war allgemeine Kritik, das habe ich nicht nur auf ihn bezogen, aber ihn auch als Beispiel gezeigt. Wirst du wieder rauchen? Guck mal, auf keinen Fall, Digga. Ich habe gestern das erste Mal mir Zigaretten geholt an der Tankstelle, weil ich Anna, als ich Kaido abgeholt habe, sollte ich ihr Zigaretten mitbringen. Das erste Mal seit 1,5 Jahren habe ich mir Zigaretten an der Tankstelle geholt und es hat sich so weird angefühlt. Und ich habe noch mal mehr realisiert, ich sag nicht, dass das Allheilmittel ist, aber ich habe noch mal mehr realisiert, wie scheiße und dumm Zigarettenrauchen ist. Alleine nur aus dem Aspekt, und das ist ein Fakt, den man nicht leugnen kann, und mehr sage ich da auch nicht so, weil, ne, wir gucken ja gerade das Video. Alleine nur aus dem Aspekt, dass ich aufgehört habe zu rauchen, zwar immer noch E-Zigarette rauche und Nikotin zu mir nehme, aber alleine, dass meine Lunge nicht mehr verklebt ist von dem Teer, also dass der Weg zu meiner Lunge nicht mehr geteert wird, ich würde nicht mehr anfangen zu rauchen, also Zigaretten zu rauchen. Wie bei dem Punkt, dass wenn Leute halt eben was an der Leber haben, halt eben besser vorher mal mit ihrem Arzt abchecken lassen sollten, ob es okay ist, dass sie CBD nehmen oder eben nicht. Kann sein, dass wenn man schon vielleicht das ein oder andere Problem hat, zum Beispiel mit der Leber oder wenn man andere Medikamente einnehmen muss, dass sich da auch ein paar Probleme zeigen mit der Zeit. Und entweder wird das gar nicht aufgezählt oder ist eher weiter unten in der Infobox zu finden. Und, hä? Also das mit der Leber, was gerade angesprochen wurde, steht halt eben da drüber in der Videobeschreibung. Und abseits davon ist es im Video, Saschka, also sogar in einem Ausschnitt, den du selber zeigst. Also das habe ich jetzt nicht so wirklich gecheckt. Also natürlich könnte man immer noch detaillierter auf Dinge eingehen. So, natürlich könnte man auch noch so Dinge sagen wie, hey, wenn du was an der Leber hast und dieses und jedes Medikament nimmst, was in der Leber auch verstoffwechselt wird, dann sprich die Einnahme von CBD nochmal mit deinem Arzt ab. Also klar, könnte man machen, wird halt niemandem schaden so. Oder der Konsument denkt sich halt eben, oh, Leberkranke sollten das nicht nehmen. Ich nehme Medikamente, die was mit meiner Leber zu tun haben. Vielleicht sollte ich das mit meinem Arzt abchecken lassen. Ich fand es sehr interessant, dass er gerade mal 2 Nebenwirkungen in der Infobox aufgeführt hat, denn wenn man interessant, dass er gerade mal 2 Nebenwirkungen voll das komische Wort, oder? In der Infobox aufgeführt hat, denn wenn man einfach mal weiterschaut, sieht man, dass Dr. Weigel beispielsweise in seinem Video wesentlich mehr Nebenwirkungen aufgeführt hat. Und entweder wird das gar nicht aufgezählt oder ist eher weiter unten in der Infobox zu finden, wo meistens sich kein Schwein aufhält. Ja, sorry, da muss ich auch Saschka Rücken geben. Wer guckt noch in die Infobox und liest sich die Scheiße da durch? Die Kacke kann auch YouTube rausnehmen. Infobox guckt niemand mehr. Sorry. Also wer guckt noch in die Infobox. Ja, ihr guckt alle in die Infobox. Ja, ich weiß schon. Nebenwirkung zählt auch beispielsweise Dr. Weigel in seinem Video über CBD auf. Ihr Sachen, guckt die alle, nennenswert ja. sind, aber in einer Werbung nicht funktionieren würden, weil man muss eben Produkte verkaufen. Und wieder mal wird sich an einem Detail aufgehängt, das absolut gar nichts mit dem Video zu tun hat, nur damit man im Recht ist. Also das mit der Leber, was gerade angesprochen wurde, steht halt eben da drüber in der Videobeschreibung. Und abseits davon ist es im Video, Saschka, also sogar in einem Ausschnitt, den du selber zeigst. Deswegen, ich erkläre es einfach nochmal kurz. Nein, die Nebenwirkungen stehen nicht darüber. Leberkranke sind keine Nebenwirkungen, genauso wie stillende Mütter, Schwangere oder Kinder auch keine Stimmt. Nebenwirkungen. Hat sie recht. Deswegen, dieser Pfeil war schon bewusst gesetzt. Hat sie recht. Hat sie vollkommen recht. Die Nebenwirkungen sind nicht aufgelistet. Da steht nur, für wen es nicht ist, aber die eigentlichen Nebenwirkungen sind nicht zu finden. Und nochmal, das sage ich, wenn TJ das wirklich so wichtig ist,
wenn TJ das wirklich so wichtig ist, dass die Leute, dass die Leute keine Schäden oder dass sie, ne, keine Nebenwirkungen oder ähnliches haben, dann packt man das nicht in der Infobox ganz runter, dann packt man das ganz oben rein. Weil ganz oben ist das, was die Leute auch sehen, wenn sie es nicht aufklappen. Aber was ist ganz oben? Natürlich der Link, damit die Leute kaufen. Aber weil das Video auch ein bisschen aufklären sollen, was macht denn überhaupt CBD mit der Leber, beziehungsweise warum entsteht dort eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten? Das erklärt euch jetzt nochmal ganz kurz Dr. Martin Buchhoff. In der Leber werden Giftstoffe abgebaut. Das heißt, sämtliche Pharmazeutika, die wir zu uns nehmen, sind im Endeffekt nachher auch Gifte, die irgendwie wieder aus dem Körper heraus müssen. Und da hat die Leber entsprechende Enzyme für, um diese zu verdauen bzw. zu spalten und über die Nieren dann nachher auszuscheiden. Und es ist bekannt, dass CBD diese Enzyme, eine bestimmte Sorte dieser Enzyme, hemmt und damit den Abbau verlangsamt, teilweise sogar verhindert. Das bedeutet, Leute, die Opiate nehmen oder Menschen, die andere Schmerzmittel nehmen, kann es sein, bei bestimmten Schmerzmitteln, dass diese länger im Blut bei hohen Konzentrationen bleiben und damit besser wirken oder länger wirken. Oder man kann auch die Menge, die man einnimmt, deutlich reduzieren, weil CBD diesen hemmenden Abbaueffekt hat in der Leber. So, das zu dem kleinen Exkurs, man soll auch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Daran könnt ihr erkennen, dass es keine neutrale Aussage ist, denn das ist eine nette Umschreibung für Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Mag ja sein, dass das so stimmt, das ist ja an sich ja gar kein Thema, aber sowas ist eigentlich eher ein Grund zur Sorge oder beziehungsweise, dass man sowas unbedingt ärztlich abklären muss, wenn man das nimmt. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie Schmerzmittel oder andere Medikamente nimmt und die dadurch verstärkt oder länger oder anders wirken. Das ist ja genau der Punkt, der mit Wechselwirkungen gemeint wurde in unserem Video. Dass man auf sowas bitte achten soll, das ist überhaupt nichts Gutes. Im weiteren Verlauf. Ja, auch da wieder muss ich sagen, Sascha, recht. Wechselwirkung von Medikamenten, die man miteinander mischt, kann ganz schnell nach hinten losgehen. Darauf geht Tim Jacken mit Dr. Buchhoff auf die Nebenwirkungen ein. CBD, also kein Arzneimittel ohne Nebenwirkung. Also ich sag so eine Sache, ne? Wenn man mit Sascha will man nicht Beef machen. Vor allen Dingen, wenn man wirklich im Unrecht ist. Wobei die Nebenwirkungen beim CBD in meinen Augen in den meisten Fällen eher positive Natur sind. Sie haben CBD oder CBD macht müde, das ist richtig. Aber bei Leuten, die Schlafstörungen haben oder schwer in den Schlaf kommen oder sehr gestresst sind, beruhigt CBD, entspannt die Muskulatur und man kann deutlich länger schlafen. Das können Sie selber feststellen, wenn Sie eine Tracking-Watch haben, wo Sie dann die Schlafphasen kontrollieren. Sie sind viel länger tiefer weg über Nacht. Das ist nicht wissenschaftlich. Positive Nebenwirkungen, das ist halt auch so ein bisschen, er sagt das halt klar, natürlich hier Müdigkeit, wenn man jetzt Schlafprobleme hat, ist sie eher positiv. Schon, aber wenn das jemand nimmt, der zum Beispiel einfach nur gestresst ist und keine Schlafprobleme hat, sondern vielleicht auf der Arbeit, weiß ich, und dann ist man müde, das will man vielleicht doch gar nicht. Deswegen wird es halt auch aus Nebenwirkung und nicht als Hauptwirkung aufgeführt. Also ich muss sagen, ich habe einigen Freunden auch CBD empfohlen, richtiges CBD. Die einzige Wirkung, die CBD auf mich hatte, war, dass wenn ich CBD genommen habe, es war meine persönliche Erfahrung, wenn ich CBD genommen habe, bin ich sehr schnell sehr müde geworden. Ich hatte das Gefühl, so kann ich es ganz gut beschreiben, ich habe das Gefühl, dass jemand, wenn ich in einem PC bin, den Standby-Modus gedrückt hat oder den Ausknopf. Ich war noch da und alles gut, aber ich war sehr tiefenentspannt, so in Watte gepackt so mäßig. Ich bin auf jeden Fall, wenn ich es genommen habe, schneller eingeschlafen als normal. Aber wie gesagt, das kann auch ein Placebo-Effekt sein oder ähnliches. Aber es wird ja hier auch gerade in dem Video bestätigt, dass das eigentlich die Hauptwirkung von CBD ist, oder? Ich habe es auch richtig gerade verstanden. Aber das jetzt als Wundermittel zu vermarkten, ist in meinen Augen kritisch zu sehen. Hundertprozentig, Digga, hundertprozentig. CBD, der Nebenwirkungskatalog bei dem Epidiolex, das ist das zugelassene CBD für epileptische Erkrankungen. Dort haben wir eine Liste, dass die Ärzte bei der Gabe an die Kinder die Leberwerte überprüfen sollen. Aber hier muss man sagen, diese Kinder kriegen sehr, sehr viel verabreicht, sehr hohe Dosen, sodass man dann kontrollieren muss. Bei zu hohen Dosen kann es passieren, dass man Übelkeit bekommt, speziell bei Vollspektrumextrakten. Aber die Übelkeit kommt nicht wirklich von dem CBD, sondern eher von den begleitenden Therapeutinoiden, begleitenden Therapeutinoiden, die mit in diesen Vollspektrumextrakten sind. Man muss auch sehen, dass CBD natürlich ein Wirkspektrum hat. Je mehr ich nehme, heißt nicht, dass es besser wirkt ist, sondern es gibt ein Maximum. Und wenn man dieses Maximum überschreitet, kann es durchaus auch dazu kommen, dass man sogar Schlafstörungen bekommt, wenn man zu viel CBD genommen hat. Also es ist halt aufgrund dieses Endokannabinoid-Systems im Körper besonders wichtig, dass man ausprobiert, was die eigene Dosis ist bei dem CBD. Sascha kritisiert halt eben bei dem Punkt wieder, dass ich das halt eben nicht im Video gesagt habe und nur in meine Videobeschreibung gesagt habe. Und sorry. Das Ding bei dem Punkt ist aber,
Indirekt habe ich es ja sogar im Video gesagt. Also wenn man für etwas wirbt, was sich halt eben schneller einschlafen lässt, dann muss man nicht sehr smart im Kopf sein, dass man sich dann denkt, ey, vielleicht könnte ich davon ja müde werden. Und das Ding ist, wenn CBD jetzt die ultra krassen Nebenwirkungen hätte, jeder Zehnte wird davon blind oder sowas, so obviously muss man es dann halt im Video erwähnen. Versteht ihr, warum hier mit keinem Wort auf Dr. Burow eingegangen wurde? Warum wurde das überhaupt eingeblendet? Das sind auch schon wieder, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also erstens ist CBD ja... Ja, aber aus TJs Mund das wieder zu hören, wenn jeder Zehnte blind wird. Bro, ich bleib dabei, du hast Alkohol beworben. Eine Nervendroge, die legal ist, die Menschen beim erstmaligen Konsum umbringen kann. Was soll ich sagen? Lüge, ich hoffe, du meinst nicht das, was ich gerade gesagt habe, Biggie Mac. Ansonsten haben wir hier ein kleines Diskussionspotenzial, Biggie Mac. Biggie Mac, ich höre. Tier schreibt Blödsinn, man kann auch Alkohol trinken, ohne sich tot zu saufen. Danke dir, Digga. Das hat mir jetzt richtig mich weitergebracht. Danke dir für den Kontext schon mal an der Stelle. Lüge, beim einmaligen Konsum die Menge. Man kann beim erstmaligen Konsum von Alkohol sterben. Ich habe weder gesagt, von welcher Menge oder von welchem Alkohol. Der Punkt ist aber da. Wenn du das erste Mal Alkohol trinkst, kann es passieren, dass du davon stirbst, wenn du zu viel Alkohol trinkst. Harten Schnaps und ähnliches. Ein TJ-Fan, nee, okay, den Punkt will ich jetzt nicht bringen, weil das wäre, aber ein Jugendlicher oder gerade 18-Jähriger beispielsweise kann, und das ist Fakt, mit als 18-Jähriger zu Rewe gehen oder in irgendeinen anderen Supermarkt, zu einem Kiosk und kann sich legal eine Flasche Wodka holen. Wenn er keine Ahnung hat oder sich selber überschätzt, kann er diese halbe Flasche Wodka trinken und kann durch eine Alkoholvergiftung sterben. Er erbricht sich, niemand ist für ihn da, er erbricht sich, er erstickt an seinem eigenen Erbrochenen, etc., etc. Das ist ein Fakt, den du nicht leugnen kannst. Das heißt, die Kernaussage, die ich getätigt habe, die Möglichkeit besteht, dass du durch deinen ersten einmaligen Konsum am Alkohol stirbst, ist da. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wie man als Influencer mit einer großen Reichweite Werbung für Alkohol machen kann. Alkohol ist ein Nervengift. Es greift, also es gibt nichts Gutes am Alkohol. Dein Körper will gar kein Alkohol, verstehst du? Ihr denkt, ihr braucht euer Bier, aber dein Körper will gar kein Alkohol. Gut, aber die Thematik, sonst rutscht mir zu sehr ein, die Thematik ist nicht mal wieder Alkohol. Ich wollte es damit halt nur einmal sagen, klassischer Monte hier wieder. Knossi und Ron, ich nehme da kein Blatt vom Mund. Ich werde das immer so sagen. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, egal wer, der Werbung für Alkohol macht. Und ich werde es nie verstehen, wieso das Menschen machen, und ich werde auch nie verstehen, warum das von der Gesellschaft immer nur belächelt wird. Ich sage nicht, dass Leute dafür mehr in der Kritik hätten stehen müssen, aber ich verwundere mich doch am Ende des Tages, wie viele dort zu diesem Thema schweigen, weil Alkohol ja dann am Ende des Tages doch eine gesellschaftlich anerkannte Droge ist. Alle heulen immer rum, wegen dem, das, dies, das, Ananas, aber wenn man Werbung für Alkohol macht oder selber seinen Alkohol verkauft, dann ist es, ach, dir geht's doch kein Problem, ach, hier, du wärst jetzt 15, willst du nicht schon mal einen Schluck Alkohol probieren? Alkohol ist viel zu sehr gesellschaftlich anerkannt und das einfach ab, Digga. Gar nicht für Schlafprobleme zugelassen oder so. Es ist nicht nachgewiesen, dass es überhaupt hilft. Deswegen ist Müdigkeit eben eher als Nebenwirkung zu betrachten und nicht als Hauptwirkung. Er hat das nicht nur beworben damit, dass es einen schneller einschlafen lässt. Er hat das gegen sehr viele Sachen beworben. Ich will aber auf jeden Fall empfehlen, dass wir... Unter anderem gegen Muskelkater, was wir ja schon gerade gehört haben, dass das quatschig ist. Mit allem dieser Punkte hier... Ja. Und das ist halt, das gibt mir so ein bisschen das Feeling von diesen Steinen, die verkauft worden sind und wo gesagt worden ist, jo, das hilft gegen Depressionen oder gegen Krebs. Und ich sag euch so, wie es ist, diese Punkte wird TJ sich nicht selber rausgeschrieben haben. Diese Punkte wird er von der Firma zugeschickt bekommen haben, dass er sie bitte ins Video einbaut. Denn wir haben ja schon daraus gelernt, TJ hat auf Wallabila gesagt, dass das Zeug gegen seinen Muskelkater hilft. Und medizinisch gesehen wurde gerade nachgewiesen, dass das Schwanz hilft. Wenn ihr irgendwie Probleme habt und noch keine richtige Lösung gefunden habt, dass ihr das einfach mal ausprobiert, weil für mich absoluter Gamechanger, auch bei Kopfschmerzen, krass. Dann ein sehr interessanter Punkt, und zwar blendet er den CBD Critical Report der WHO ein. Aber selbst die WHO sagt in ihrem CBD Critical Review Report, dass CBD
halt eben keine starken Nebenwirkungen hat und allgemein gut verträglich ist. Kannst du die Stelle auch mal zeigen und dann müssen sich die Leute das auch selbst raussuchen. Auch interessant, wir haben in unserem Video nie behauptet, dass CBD gefährlich ist, sondern dass die Probleme dabei liegen, dass es eben Nebenwirkungen geben kann, diese nicht kommuniziert werden, keine Regulierung der Produkte stattfindet, weil sie eben eigentlich nicht zugelassen sind und dass man einfach dabei ein bisschen aufpassen muss, weil diese Produkte grundlegend ja keine Kontrolle erfahren. Wenn man sich den Bericht weiterhin durchliest, dann stehen da ziemlich interessante Dinge, die Tim Jacken leider nicht erwähnt hat. Sagt dieser Report eben nichts anderes als das, was wir sagen. Also die listen halt auf, für welche Anwendungen CBD überhaupt getestet wurde und dass es für die meisten Anwendungen nicht genug Evidenz gibt, um CBD halt dafür zu empfehlen. Es gibt klinische Studien mit auf CBD-basierten Arzneimitteln, wie zum Beispiel mit diesem Medikament gegen Epilepsie bei Kindern. Also für spezielle Anwendungen, klar, gibt es natürlich ausreichend Evidenz, aber für die meisten eben nicht. CBD scheint grundsätzlich relativ unbedenklich zu sein von dem, was wir so wissen. Aber schon wieder, das sind alles Ergebnisse aus Studien, die an bestimmten CBD-Produkten oder an CBD als Wirkstoff gemacht worden sind. Und das bezieht sich keinesfalls auf frei verkäufliche Öle. Das wird auch da explizit gesagt eigentlich in dem Report, dass man das nicht so übertragen kann. Du kannst nicht etwas einblenden und das dann so zu deinem Vorteil drehen, während in diesem Report steht, dass diese Produkte mit einer Wirkung werben, die nicht bewiesen ist. Was mich mit am meisten an diesem Video schockiert hat, ist, dass er Erfahrungsberichte von Menschen eingeblendet hat und diese entweder gleichsetzt mit Studien oder sie sogar über sie stellt. In Saschkas Community haben viele, viele Leute unter ihrem Video halt ihre positiven Erfahrungen mit CBD berichtet. Es gibt unfassbar viele positive Erfahrungsberichte von CBD im Internet, also um die sich alle durchzulesen. Ja, viel Spaß, es dauert eine Weile. Und selbst unter so einem Anti-CBD-Video, wie das von Saschka hier, gibt es halt wirklich sehr, 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 sehr viele positive Erfahrungsberichte. Obwohl halt eben eine YouTuberin, die sie sehr mögen, gegen CBD was sagt, die trotzdem noch pro CBD argumentieren. Also ich habe hier ein paar Kommentare eingeblendet, stoppt das gerne, um das durchzulesen. Ja, cool, cooler Punkt, TJ Diggi. GG, ey, geiler Punkt als Meinungsblocker. Es wird auch genug Banausen da draußen geben, die dich verteidigen, weil du Werbung für Alkohol gemacht hast. Oder sagen, Alkohol ist geil, Alter, und jedes Wochenende sich die Gehirnzellen wegsaufen. Also was ist das für ein Punkt? Also wirklich, dickes GG. Da kracht's ja ganz gewaltig, Digga. Aber es sind auch noch nicht ansatzweise alle Kommentare. Du hast auch fragwürdige Werbung gemacht. Ja, und jetzt? Habe ich auch mehrfach schon gesagt, heute in der Reaktion. Habe ich ja gesagt. Ist nicht, dass du mich jetzt gerade exposed hast. Ich habe viel fragwürdige, oder nicht viel, aber ich habe fragwürdige Werbung gemacht. Auf jeden Fall, 100%. Und ich habe Buße getan und mich eines Besseren entwickelt, ja. Und unabhängig davon, dass ich Werbung in der Vergangenheit gemacht habe, die auch nicht in Ordnung war, kann ich doch trotzdem mir so ein Video angucken und kritisieren oder meine Meinung dazu sagen. Du schwingst aber trotzdem die Moralkeule, was TJ jetzt laut deiner Aussage nicht darf. Hm? Welche Moralkeule schwingt TJ denn jetzt? Indem er Kommentare von Leuten einblendet, die CBD-Fanatiker sind. Wegen Alkohol darf er nicht Meinungsblocken. Wir haben hier jemanden, der jeden und alles kritisiert, sobald er etwas verkehrt macht. Und wir haben da jemanden, Digga, der wiederholt Werbung für Alkohol macht. An eine junge Zuschauerschaft. Alkohol, Digga. Und wacht endlich auf. Alkohol ist nicht eine coole Wochenend, ich trinke mein Bier. Alkohol ist der Teufel, Digga. Wenn ihr realisiert, wie fucking gefährlich Alkohol ist, dann werdet ihr so ein Video über TJ vielleicht mit anderen Augen sehen. Ich sage nicht, dass TJ ein schlechter Mensch ist, ich sage nur, dass ich ihn für weniger ernst nehmen kann, indem er hier seine Videos macht und darauf hinweist, wie, wo, was, aber im gleichen Atemzug mehrfach Werbung für Alkohol macht. Unter ihrem Video, die halt pro CBD bzw. positive Resonanzen widerspiegelt. Und da wird er wieder sehr manipulativ, meiner Meinung nach. Denn er sagt, dass obwohl meine Zuschauerschaft, also ihr, mich ja mögt und ich ja ein Video gegen CBD gemacht habe, trotzdem super viele Leute in den Kommentaren zu finden sind, die sich für CBD äußern und die positive Wirkung hervorheben. Also erstens war ja mein Video nicht gegen CBD, sondern über CBD. Richtig. Es war ja eine objektive Beleuchtung. Ja. Und ich habe ja auch, ne, wie gesagt, im Video erwähnt, dass ich das ja niemandem absprechen möchte. Ich hatte angenommen, dass das Video auch als objektives aufgefasst wurde, aber trotzdem Leute natürlich ihre Erfahrung mitteilen können. Und Tim Jacken wendet das irgendwie wieder gegen mich und sagt, guck mal, aber die Leute, die dich ja sogar mögen, die schreiben ja trotzdem, dass es wirkt. Aber das ist ja, aber 7 Kommentare einzublenden bei einem Video, was 300.000, 400.000 Aufrufe hat, ist halt auch so ein bisschen quatschig. Bist du dann auch gegen Werbung für Fastfood? Bro. Ist das dein verfickter Ernst? Ist das dein verfickter
Verdammter Ernst. Es dreht sich. Alles. Gerade. Auch kein Widerspruch. Und dennoch sieht er das als ein Argument für sich, damit das Ganze glaubhafter ist. Und berechtigte Frage, schreibt Stille Treppe. Jetzt weißt du, wie sich die Stille Treppe anfühlt. Klar, Verfettung, Diabetes, Herzkrankheiten und so weiter. Er meint es wirklich ernst. Also, du möchtest mir eine Werbung beispielsweise für ein Fastfood-Produkt, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, einen schönen saftigen Burger, auf eine Ebene stellen mit Wodka. Ist es das, was du jetzt mit mir diskutieren möchtest? Du möchtest wirklich Fastfood, den einmaligen Konsum von Fastfood oder die einmalige Bewerbung von Fastfood gleichstellen mit der einmaligen Bewerbung von alkoholischen Getränken wie Wodka. Ist es jetzt wirklich dein Ernst? Ich glaube, ich brauche da nichts zu sagen, Digga. Und später sagt er, dass, obwohl es ja doch so wenig Studien gibt und dieser eben klein ist, es ja doch sehr vielen Leuten hilft und fragt dann, ob diese Erfahrungsberichte nichts wert wären. Ein Stoff, dem viel zugesprochen wird, ohne tatsächlich richtige Beweise. Wie gesagt, zumindest ist die Studienlage eher dünn dazu. Und ist das so? Ja, niemand will eine Langzeitstudie bezahlen, aber gibt es keine Beweise für die Wirkung von CBD? Also als erstes, es gibt ja Studien zu CBD, die sind halt klein, so, ne? Die sind nicht sehr lang, die sind nicht mit sehr vielen Teilnehmerzahlen, aber an sich sagen diese Studien ja schon so, hey, es hat eine Wirkung. Diese Studien haben halt nicht die krasse Aussagekraft, weil halt nur zum Beispiel 60 Probanden eingesetzt wurden, so, ne? Klar, es ist dann keine Studie, auf die man sich ganz krass beziehen sollte in seiner Argumentation, aber es gibt Studien, die sagen, yo, hat Wirkung. Was ich aber halt eben viel mehr Beweis finde, ist, dass es halt eben Millionen von Menschen hilft. Also wenn es hunderttausende Rezensionen sowas gibt, die sagen, hey, es hilft mir. Ich kann davon besser einschlafen, ich komme damit besser mit Stress klar. Es hilft mir bei Kopfschmerzen, bei Migräne. Ist es dann kein Beweis, wenn wirklich Hunderttausende von ähnlichen Erfahrungen berichten? Weiß ja nicht. Das fette Argument ist halt immer, jo, es gibt halt keine riesige Langzeitstudie mit sehr vielen Probanden. Aber zählen deswegen Hunderttausende von Rezensionen? Also gelten die dann einfach nicht mehr? Weiß ja nicht und ich sehe das dann einfach, glaube ich, ein bisschen anders als Sascha. Und deswegen hier ein kleiner Exkurs, was der Unterschied ist zwischen einer wissenschaftlichen Studie und Erfahrungsberichten. Auch bei Studien muss man differenzieren. Es gibt randomisiert kontrollierte Studien, die auch mit Placebo kontrolliert werden, wo weder Arzt als auch Patient wissen, welche Substanz wer bekommt. Und so kann man neutral und unabhängig den Zustand beurteilen, ob die Substanz wirkt. Es gibt aber auch andere Studien, wo die Patienten von Anfang an wissen, dass sie beispielsweise CBD bekommen und in Fragebögen nach der Wirkung abgefragt werden. Mhm. Man kann hier also nicht jede Studie in einen Topf schmeißen. Ja, also der Unterschied ist natürlich, in einer Studie werden halt eben viele Sachen neutral und unabhängig kontrolliert. Also in einer guten Studie, sage ich mal so. So ein Erfahrungsbericht Moin, ist natürlich Philipp. Sehr fehleranfällig. Schon wieder, man möchte den Leuten natürlich nicht ihre positiven Erfahrungen absprechen, aber da wird ja natürlich jetzt nicht geschaut, was dann noch alles abgegangen ist, neben der Einnahme von CBD-Öl zum Beispiel. Also vielleicht hat die Person zum gleichen Zeitpunkt angefangen, irgendwie ihre Lebensweise zu verändern oder so. Also man hat halt keine Garantie, dass diese Verbesserungen, die man dann beobachtet, auf das CBD-Öl oder ein anderes Mittel halt zurückzuführen ist. Und auf sowas wird halt in Studien oder in gut kontrollierten Studien zumindest, ja, sowas wird geachtet. Deswegen kann man das keinesfalls gleichsetzen. Weißt du, worauf auch viele Leute schwören? Auf Heilsteine. So viele Leute schwören darauf. Ja. Solider Punkt. Und trotzdem ist das Ganze nicht wissenschaftlich. Hierbei vergleiche ich nicht CBD und Heilsteine miteinander, sondern möchte aufzeigen, dass das Argument, weil es bei 100.000 Leuten klappt, unseriös ist. Aber er will die emotionale Schiene fahren und blendet dafür Tomatolix ein. Im Vorfeld, ich zeige euch jetzt ganz kurz ein paar Ausschnitte von dem Tomatolix-Video über CBD. Er hat keine Werbung dafür gemacht, er wollte nichts verkaufen. Er hat einfach nur Resonanzen von seiner Community gezeigt, wie sie halt eben auf CBD reagiert haben. Ein über 4 Jahre altes Video. Tomatolix hat sich... Diggi, das wird wirklich immer schlimmer, ja? In diesem Video in keinster Weise. Und es ist ein verficktes Selbstexperiment, also ja. Kritisch mit CBD auseinandergesetzt. Und er blendet ja so gerne Dinge ein. Warum blendest du denn nicht das Video von den Science Cops ein, wo sie die Studien überprüfen? Warum blendest du nicht das Video von Jan Böhmermann an? Diese Videos sind wesentlich aktueller als was du... Ja, also ja. Solider Punkt. Ein Blendes. Dann geht Tim Jacken auf eine Aussage von einer... Spielt das Alter eine Rolle? Hundertprozentig spielt das Video oder das Alter eines Videos eine Rolle, denn CBD und die medizinischen
Aspekte bzw. die Studien oder die Ansichten dazu haben sich in den letzten 4 Jahren hundertprozentig natürlich geändert. Ja, selbstverständlich. Und warum sollte man ein 4 Jahre altes Video nehmen, was ein Selbstexperiment ist, im Vergleich zu Videos, wo sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt wird? Ne? Also ich finde schon, dass das einen großen Unterschied spielt. Klar, natürlich. Anastasia ein. Und bei vielen Sachen ist es halt, also jetzt eher in Bezug auf chronische Erkrankungen, ist es so, dass der Krankheitsverlauf einfach so wellen- oder schubartig verläuft, dass es einfach sozusagen mit der Zeit oder einfach manchmal besser wird. Und dann, wenn man gerade in diese Phase, wo es einem sowieso besser geht, gerade angefangen hat, CBD-Öl zu nehmen, dann denkt man natürlich, ach, das muss ja daran liegen. Aber in Wirklichkeit hat das wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Also ich persönlich finde die Aussage jetzt nicht so stark, weil dann könnte man das CBD ja auch in der Krankheitsphase nehmen, wo es einem kurz wieder besser geht und danach geht es einem schlechter. Und wenn man sich halt so mal typische Erfahrungsberichte durchliest, dann sieht man eben vor allem so, jo, meine Krankheit wurde dadurch schwächer, es hat geholfen, meine Schmerzen wurden gemildert. Oder Leute sagen, ja, es hat nicht so ganz wunderbar bei mir funktioniert, gibt es natürlich auch. Aber dass Leute sagen, jo, meine Krankheit wurde dadurch stärker, liest man jetzt eben nicht so oft. Dazu, wie soll dieser Effekt aussehen bei Krankheiten und Schmerzen, die immer und immer wieder kommen, also zum Beispiel in den O's. Also es wäre ja schon ein sehr, sehr starker Zufall, dass genau nach Einnahme von CBD der Körper sich einfach dachte, oh, jetzt komme ich alleine mit diesem Ausschlag zurecht. Nochmal hier einfach eine Erklärung. Ein bisschen lost, was er da gesabbelt hat. Es ging einfach darum, dass es bei vielen chronischen Krankheiten eben so ist, dass es eben Zeiten gibt, in denen es einem wirklich gut geht, sozusagen, wenn man in Remission ist und keine Symptome vielleicht hat. Und dann gibt es Zeiten, in denen es einem etwas schlechter geht. Also es muss jetzt nicht immer so sein, aber diese Phasen, in denen es mal gut geht oder so, die können auch unterschiedlich lang sein. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass es manchmal einfach purer Zufall ist, dass man sozusagen mit der Einnahme von etwas, so wie CBD-Öl zum Beispiel. Hat TJ Werbung für Burger King gemacht, Chat? Schreibt gerade jemand? Ja? Gott, nee. Das wird ja immer unangenehmer, Digga. Beginnt und es einem... Gott, nee. Ja, du für Pizza-Burger. Bro, meine Produktplatzierung für Pizza-Burger ist 8 Jahre her, 9 Jahre her. Außerdem Pizza-Burger und Burger King weiß ich jetzt auch nicht, Digga. In dem gleichen Zeitpunkt irgendwie besser geht, aber nicht, weil man mit der Einnahme begonnen hat, sondern weil... Also halten wir fest, fassen wir zusammen. Nee, wir lassen es. Weil die Krankheit sich gerade in... Ich wurde auch mal angefragt, für KFC-Werbung zu machen, vor einem halben Jahr, mit so einer Standard-Mail. Ey, wir lieben dein Content, wir sind Agentur XY und wir würden voll gerne mit dir zusammenarbeiten und KFC als coole Marke repräsentieren. Da habe ich nur zurückgeschrieben, Digi, ich bin vegetarisch. Da kam keine Antwort mehr. Und ein paar Wochen später habe ich irgendwelche TikToker gesehen, die voller Überzeugung in die Kamera reingeredet haben. Oh, KFC ist so lecker, da gehe ich so gerne essen. Das ist das beste Essen aller Zeiten. Dabei ist das einfach nur große Scheiße, Digga. Genauso wie Burger King und wie McDonald's, Digga. In dem Moment einfach etwas abmildert. Und für sowas wird in Studien natürlich immer sehr penibel kontrolliert, weil man sowas natürlich vermeiden möchte oder beziehungsweise wissen möchte, ob es auch ohne die Substanz... Schmeckt aber Baba. Ja. Und du hast recht, es schmeckt Baba, aber, das schmeckt nicht so Baba, weil die Zutaten oder die originalen Zutaten so lecker sind. Es schmeckt so lecker, weil es mit künstlichen Farbstoffen und wie die ganze Scheiße heißt, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, lecker gemacht wird. Aromen, genau. Ich erwische mich auch immer wieder, ich erwische mich auch immer wieder, wie ich in einer Situation, auch als vegetarischer Mensch oder veganer Mensch, immer mal wieder zu Maggots fahre und mir da den Plant-Based Burger hole, weil es einfach schnell geht. Ich kann es verstehen und ich sage nicht, geht nie wieder zu McDonald's. Wer wäre ich, euch das zu befehlen oder das von euch zu verlangen? Aber ich kann euch nur sagen, denkt einfach daran, dass es mittlerweile in so vielen, beispielsweise Rewe To Go's, Aral-Tankstellen oder Allgemein-Tankstellen frische Brötchen gibt. McDonald's, Burger King, KFC, selbst wenn die mir 5 Millionen auf den Tisch legen würden, wallabila, ich würde für diese Leute keine Werbung machen. Das ist alles einfach ganz großer Quatsch, Digga. Essen, was einfach Müll ist. Bro, die Brötchen sind auch mega ungesund. Es ist vieles da draußen ungesund. Aber vieles ist besser als McDonald's. Krass, wie uninformiert Monte ist. Dann schreib mir doch bitte gerne deine Meinung rein. Also, muss ja auch wissen, was du dann anders siehst als ich, damit wir da auf einen Punkt kommen oder halt auch nicht. Zum Beispiel besser geworden wäre oder halt eben nicht. Und sowas kann man dann mit der Zeit, wenn man auch das Medikament
zum Beispiel mit Placebo vergleicht. Sowas kann man dann sozusagen rausfiltern und schauen, ob eine Substanz wirklich einen nachweislichen Effekt hat, so auf Dauer. Und das wird in diesem Fall natürlich nicht gemacht. Bei diesen ganzen Erfahrungsberichten kann man ja auch nicht machen. Deswegen wollte ich damit einfach sagen, dass man einfach nicht wirklich sicher gehen kann, ob die Substanz sozusagen positiv gewirkt hat oder ob es einfach in dem Moment besser geworden ist. Oder auch die Frauen, die sagen, yo, meine Periodenschmerzen sind halt viel erträglicher dadurch. So dachte sich der Körper dann auch so, oh, wir hatten jetzt monatelang oder sogar jahrelang richtig krass eklige Periodenschmerzen. Oh, nee, genau jetzt, wo wir jetzt CBD nehmen, komme ich einfach mal ein bisschen besser damit zurecht. Also kann natürlich alles sein, so, ne? Aber wo die Wahrscheinlichkeit liegt, dürft ihr selber entscheiden. Die Leute sollen selbst... Ich finde TJs Argumentationskette richtig quatschig. Ich muss sagen, dass Saschka ihn da schon ziemlich hochgenommen hat. TJ sagt, da gibt es Frauen, die Periodenschmerzen hatten und durch CBD weniger hatten, aber wirkliche Studien, wissenschaftlich nachgewiesene Studien, offizielle Studien blendet er nicht ein. Das ist alles Hörensagen. Es gibt viele Leute da draußen, die von irgendetwas der Meinung sind, eine bessere Wirkung zu haben oder ähnliches. Das ist genauso, und da bin ich dann auch bei Saschka, das ist genauso wie mit den Heilsteinen. Viele denken wirklich, wenn sie sich einen Heilstein unter das Kopfkissen legen, dass morgen ihre Depressionen weg sind. Und es mag ja auch alles sein, dass es Leute gibt da draußen, bei denen das eine Wirkung hat. Aber CBD zu bewerben mit der Versprechung oder zumindest mit dem Punkt, jo, davon werden deine Periodenschmerzen weniger. Wo ist denn der medizinische Nachweis dafür? Wo sind denn deine Statistiken dafür, dass es wirklich so ist? Du kannst alles verkaufen und sagen, jo, bei 100.000 Leuten, die das getestet haben, bei 10.000 Leuten war eine Wirkung da und die hatten weniger Schmerzen. Wirklich Hand und Fuß haben diese Argumente nicht. Die einzigen Fakten, die gespittet werden, kommen aus Saschka ihrem Mund und von ihrer Expertin und von ihrem Video. Saschka macht hier einen Freestyle und spittet Fakten. Mimi. Oh, hier. TJs zweiter Account wohl. Ja, schreib mir auch nochmal rein. Mimi. Hast auch nochmal Zeit, dich dafür zu rechtfertigen. Ich sehe alles. Ich speichere alles. Riptex, hat er Eier gehabt zu antworten? Nee. Krass, wie uninformiert Monte ist. Ich frage ihn, was er meint. 3 Minuten später, keine Antwort. Danke dir. Kuss. Selbst entscheiden, was die Wahrscheinlichkeit ist. Hast noch 2 Minuten Zeit, ansonsten gibt's Strafe. 3% von meinem Video eingeblendet wurden, Aussagen weggelassen wurden, Tomatolicks als Beweis für CBD-Öle. Man merkt, Saschka hat so ein... Sie hat mit Hass gesprochen gerade bei dem Wort Tomatolicks. Die man frei verkäuflich auf dem Markt kriegt, dient. Naja, dafür, dass es unwahrscheinlich ist, dass es was bringt, hilft es aber halt echt erstaunlich vielen Menschen. Selbst Tomatolicks kam in seiner Doku zu dem Ergebnis. Fakt ist, CBD hilft mega vielen Menschen, auch wenn das wissenschaftlich noch nicht so richtig erforscht ist. Ein Dr. Burow, der ebenfalls CBD-Produkte verkauft und kein negatives Wort zu CBD lässt, und du einfach nur Kommentare aus meiner Zuschauerschaft einbindest und danach sollen die Leute selbst entscheiden, was die Wahrscheinlichkeit ist. Weiterhin im Verlauf des Videos kommt wieder eine steile These. Wenn eine hohe Dosierung funktioniert, warum kann nicht auch eine niedrige Dosierung funktionieren? Dazu, was mich halt echt verwirrt, sie bestreitet ja nicht, dass CBD in sehr hohen Dosen was bringt. I mean, es ist ein zugelassenes Arzneimittel. Zudem, was viel... Die meint, kann ich nicht ernst nehmen. Es tut mir leid, ich kann die beiden nicht ernst nehmen. Der eine, der Alkohol bewerbt und der andere, der CBD-Produkte verkauft. Also ja, was soll denn dabei rumkommen? Viele vielleicht auch noch gar nicht wissen, CBD selber hat sogar eine Zulassung als Arzneimittel. Wenn also jemand behauptet, CBD wirkt nicht, liegt der völlig falsch. CBD wird... Wow, wird dann CBD in der Apotheke verkauft? Wir reden hier nicht über medizinisches CBD, was in der Apotheke verkauft wird, Z-Race. Wir reden über frei verkäufliches, sogenanntes CBD, was jeder Haiopai im Internet verkauft und dir da Wunderheilung von verspricht. Darum geht es. Du hast das Video vielleicht nicht ganz von Anfang an mitgeguckt und das ist auch vollkommen okay, Digi. Saschka hat nicht in einem Atemzug in diesem Video CBD schlecht geredet oder CBD... die medizinische Wirkung abgeredet. Es ging nur darum, die Bewerbung von frei verkäuflichen CBD-Produkten als Wundermittel im Internet hinterfragt und kritisiert wird. Naja, spätestens nach meinem letzten Video wussten die Leute das. Der Fall Charlotte Aggie, ein Kleinkind aus Amerika, welches an einer bestimmten Form von Epilepsie litt, wurde als Paradebeispiel für CBD-Nutzung eingesetzt. Das Kleinkind erfuhr schlagartige Besserung nach dem Einsatz. Man muss hier jedoch differenzieren, da die Dosierungen ob Apotheke oder Laden, da ist ein sehr großer Unterschied, Digi. Die in der Forschung eingesetzt werden, wesentlich höher sind als die Dosierung in den Produkten, die ihr beispielsweise auf Webseiten kaufen könnt. Und warum sollte etwas, was in sehr hohen Dosen sehr starke Wirkung zeigt, nicht in niedrigeren Dosen auch eine
niedrige Wirkung zeigen? Also erstens das, kann man das, was in Studien verwendet wird, eben nicht mit freigeläufigen CBD-Ölen vergleichen, weil da wissen wir gar nicht so ganz genau, wie viel und was drin ist. Ja, diese Annahme, dass etwas, was in hohen Dosierungen halt eben stark wirkt, in niedrigen Dosierungen dann etwas schwächer wirkt, aber immer noch wirkt, genau dafür werden ja Studien gemacht, genau, um zu entschlüsseln, welche Dosis man für welchen Effekt überhaupt braucht. Nur weil in einer Studie eine bestimmte Menge verwendet wurde und da ein Effekt beobachtet wurde, kann man nicht daraus schließen. Oh, war das süß. Ja, wenn ich jetzt die Hälfte... Falls Saschkas Mama wieder das Video guckt, es tut mir leid, ich habe gerade einen Burger gegessen. Da arbeitet die Maschine. Weil Saschka hatte mir mal gesagt, dass ihre Mama immer gerne die Reaktion von mir guckt. Tut mir leid, ich bin Ferkel, ich werde mich bessern. Hälfte oder 10% davon nehme, dass es dann ähnlich wirkt, aber vielleicht weniger stark oder so. Sondern vielleicht wirkt es gar nicht. Also jede Substanz hat da so... Wärst du nicht? Kein Rumgefurze mehr in Saschka-Reaktion. Ein eigenes Wirkspektrum, was die Dosis betrifft, und deswegen braucht... Meinst du, CBD hilft gegen Migräne? Bro, ich bin kein Onkel Doktor. Wenn du Migräne hast und der Meinung bist, du möchtest CBD mal gerne probieren gegen Migräne, dann gebe ich dir einen Tipp. Geh zu deinem Hausarzt des Vertrauens, geh zum Doktor, lass dich beraten und er wird wissen, was für dich gut ist und was nicht. Und wenn der Arzt zu dir sagt, CBD hilft dir gegen deine Migräne, dann try es. Aber kauf dir nicht irgendwelche Scheiße im Internet, was frei verkäuflich ist, weil da die Realität ist, surprise, surprise, bitte wacht mal auf, CBD kann man frei verkäuflich ohne irgendwie was im Internet verkaufen. Dir kann jeder irgendeine Scheiße verkaufen und dazu schreiben so und so und so. Das ist die Wirkung, aber diese Wirkung wirst du wahrscheinlich nicht haben. Jeder möchte sich die Taschen voll machen. CBD ist gerade ein gehyptes Produkt. Jeder riecht bei CBD die schnelle Mark. Man auch Studien, wo man halt unterschiedliche Dosierungen testet und dann sehen kann, ja, in dieser Dosis wirkt es so und so und in dieser Dosis wirkt es so und so. Und das kann auch passieren, dass man vielleicht in unterschiedlichen Dosierungen unterschiedliche Effekte beobachtet, weil es dann auch, also gerade für Cannabinoide ist es bekannt, dass sie auf unterschiedliche Rezeptoren im Körper wirken oder halt auch rezeptorunabhängige Effekte haben. Also das heißt, je nachdem, wie viel man benutzt, kann man auf unterschiedliche Systeme im Körper überhaupt Auswirkungen bekommen. Also deswegen ist so eine Aussage jetzt sehr schwammig und man kann es halt echt einfach nicht wissen. Sollten Influencer für CBD werben? Und wenn ja, wie Saschkas Meinung, könnt ihr euch ja anhand meiner geschwärzten Augen auf dem Thumbnail denken. Ich weiß, Freunde, es ist ein Stilmittel von ihr, aber ihr könnt euch die Meinung von ihr trotzdem denken. Im Ernst? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es kommt halt eben wie bei unfassbar vielen Dingen. Also ich habe Saschka selten so angepisst gesehen wie in dem Video. Sie hat das Video mit sehr viel Hass gemacht, sage ich. Sie hat das Video mit sehr viel Hass gemacht. Hasch. Mit Hasch vielleicht auch. Ich sag euch eine Sache, guckt genau hin, liebe Männerwelt, seid ihr anwesend? Ihr könnt gerade was lernen fürs Leben, seid ihr anwesend? Ein Tutorial mit Onkel Monte. Wenn die Frau dich so anguckt und dir sagt, dein Ernst, genauso wie Saschka das macht, dann renn. Im Ernst? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es kommt dann renn, Digga. Renn, renn, renn. Wie bei unfassbar vielen Dingen im Leben drauf an, wie man es halt eben macht. Ich bin halt eben überzeugt von der Wirkung von CBD auf den Körper. Okay, was? Ich wiederhole mich wie eine Schallplatte. TJ, man kann dich da nicht ernst nehmen in dem Punkt. Du bist überzeugt von der Wirkung. Bro, du hast versprochen, dass der Muskelkater weggeht, was Quatsch ist. Bro, du machst Werbung für Burger King und Alkohol. Was überzeugt dich? Ich werde sie beantworten. Dich überzeugt? Money, money, money. Also Millionen von Menschen überzeugen mich, dass es halt eben eine Wirkung hat. Und vielen meiner und auch deinen Followern tut CBD halt eben sehr gut. Das ist Fakt. Und klar, Saschka ist halt eben so ein bisschen Anti, so, ne? Was auch vollkommen okay ist, ne? Nicht jeder muss alles auf dieser Welt geil finden. Vorab einfach als Disclaimer. Es geht hier nicht darum, ein Für oder Gegen zu finden, denn es gibt eben viele Leute, die positive Erfahrungen damit gemacht haben und deswegen möchte ich das auch niemandem absprechen und bin froh, wenn das bei vielen wirkt. Klar, Saschka ist halt eben so ein bisschen Anti, so, ne? Dieses Video ist meiner Meinung nach ein Paradebeispiel dafür, dass wenn du dich mit einem Experten hinsetzt... Ja, also dass Saschka da Anti ist, man könnte meinen, sie muss einen fahren lassen. Saschka ist in dem Video nicht Anti. Habt ihr das Gefühl gehabt, Saschka war Anti-CBD? Sie hat ein sehr hochprofessionelles Video mit Faktenhinterlegung, Experten und ähnliches gemacht. Sie war nicht Anti. Und ein paar Dinge behauptest, ohne dafür irgendwelche Sachen einzublenden, die Leute es glauben können. Es ist ein 30-minütiges Meinungsvideo ohne
Belege. Man kann nicht Erfahrungsberichte von Menschen gleichsetzen mit Studien. Leute können ihre positive Erfahrung damit haben, das heißt aber nicht, dass eine wissenschaftliche Wirkung bewiesen ist. Es ist super gefährlich, dass in diesem Video mehrere Aussagen getroffen wurden, die angeblich einem Fakt entsprechen würden. Aber eigentlich ist das, was da gesagt wurde, nicht tragbar. Und vor allem hat es nichts mit meinem Video zu tun. Ein Thema, was mit viel Vorsicht behandelt werden sollte und vor allem mit viel Hintergrundwissen, weshalb hier nochmal die Frage, inwiefern es sinnvoll ist, Influencer in diesem Bereich für so eine stupide Werbung einzusetzen. Und in diesem Video wurde so viel auseinandergeschnippelt, nur damit es einem in den Kram passt und man rechtfertigen kann, warum man für diese Firma wirbt. Aber das ändert eben nichts an meiner Überzeugung, Tausenden von positiven Rezensionen einen Wert zu schenken. Wirb, wofür du willst. Aber behaupte nicht Dinge, die man nicht belegen kann und mach Leuten keine Hoffnung, nur damit du Kohle verdienen kannst. Jupp. Denn das ist es, worum es am Ende geht. Genau. Es geht nicht um Altruismus, es geht nicht darum, den Leuten einen Gefallen zu tun. Es geht darum, dass man Geld verdient. Cash. Und das muss man einfach so sagen. Denn wenn es dir wirklich darum gehen würde, dass es Leuten gut geht, dann würdest du nicht sowas von dir geben. Und keine verfickte Werbung für Alkohol machen, Dicker. Erzähl mir doch nichts übers Wohlbefinden deiner Zuschauer. Das einzige Wohlbefinden befindet sich in deiner Tasche und ist Cash. Das Wohlbefinden deiner Zuschauer, das hast du dir verspielt, indem du mehrfach Werbung für verfickten Alkohol gemacht hast, Dicker. Man kann für viel Werbung machen. Mach von mir aus Werbung für Burger King, Dicker. Okay? Ich hab auch Werbung gemacht für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und natürlich ist auch ein Energy nicht das beste Bioprodukt, für das man werben sollte. Denn auch Energy hat negative Punkte in Übermengen. 100%, da sprechen wir eine Sprache. Aber Bro, Alkoholwerbung mehrfach? Hä? Nee. Du würdest das Ganze viel ordentlicher einordnen. Und ich check nicht, wie das einfach funktionieren kann so. Und dazu auch gleichzeitig, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann auch Kopfschmerzen davon weggehen. Du würdest nicht ein 30-minütiges Antwortvideo machen, obwohl du nur Teil eines Videos warst. Und in dem Video ging es auch nicht darum, Influencer schlecht zu machen, es ging darum, objektiv Sachen zu beleuchten. Und dass man darauf so reagiert und so viele Sachen aus dem Kontext schneidet, das ist schon wirklich krass. Und im selben Video nochmal für irgendetwas Werbung zu machen für ein Spiel, also come on. Das war's. O7 in den Chat. Mit meinem Video, ihr könnt euch natürlich auch gerne sein Video anschauen. Fühlt euch frei und schreibt mir natürlich gerne was in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich auch in diesem Video deutlich rüberbringen konnte, dass es mir nicht darum geht, positive Erfahrungen abzusprechen, sondern ich denke, dass ihr schon verstanden habt, worum es mir ging. Auch schon beim ersten Video habt ihr das eigentlich verstanden. Danke nochmal an Anastasia, dass sie sich die Zeit für mich genommen hat. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich noch ein bisschen was aufschlüsseln konnte, falls Fragen offen geblieben sind. Und ich würde mich natürlich über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr. Ihr wisst es, euer Girl Sascha. Ja. Das ist ein langes Video wahrscheinlich geworden, ne? Tut mir leid. Aber es lag mir doch ein bisschen auf dem Herzen. Oh, sieben in den Chat. Macht's gut, Leute. Wieder schauen und reingehauen.